möchte Ihnen jetzt das Gemüsegaren zeigen. Es gibt verschiedene Methoden, Gemüse so zuzubereiten, zu garen, um auf Werterhaltung bedacht zu sein. Das heißt, vollwertige Ernährung meint, dass ich zum einen gut einkaufe, zum anderen aber auch bei jedem Lebensmittel, was ich zubereite, darauf achte, dass es einen vollen Wert erhält. Das fängt beim Waschen an. Wenn ich Gemüse wasche, egal welches, gucke ich mal, dass ich es unzerkleinert wasche, weil wenn ich es schneide und noch schlimmer, wenn ich es ganz fein schneide und dann in Wasser einlege oder im Wasser liegen lasse, ja, laugen die Mineralien aus. Mineralien sind Salze, wasserlöslich und die gehen mir ins Wasser. Das heißt, ich verliere Geschmack. Deshalb entweder Paprika so waschen oder klar, wenn ich sie die Kernchen entfernen möchte, einmal kurz halbieren, nur unter fließendes Wasser halten. Meine Mutter hat mir früher erklärt, wenn es Chicorée, wem der zu bitter ist, der soll ihn klein schneiden und dann einfach, ich habe da in Wasser liegen lassen für kurze Zeit, dann geht das Bittere raus. Das ist nicht die beste Idee, weil mit dem Bitteren gehen natürlich alle anderen Mineralien auch mit raus. Das heißt, ich verliere nicht nur das oder werde das los, was ich nicht haben möchte, sondern auch das, was ich brauche. Deshalb erste Regel, unzerkleinert waschen womöglich und dann beim Garen so wenig Flüssigkeit angeben, dazugeben wie möglich. Eine Methode, das zu tun, ist das Dämpfen. Ich kann in Wasser kochen, dann liegt das Gemüse im Wasser drin, kocht aus. Ein schönes Beispiel dafür für mich immer ist, was passiert, wenn man an Spargel denkt. Spargel wird traditionell im Wasser gekocht. Es wird ein bisschen gewürzt vorher. Das Wasser schmeckt nachher so toll, dass ich eine Suppe draus machen kann. Der Geschmack kommt natürlich vom Spargel. Den Spargel, wenn ich den serviere, muss ich eine schön fette Hollandaise dazu machen oder eine braune Butter, damit er wieder nach was schmeckt. Deshalb sind wir auch bei Spargel übergegangen, den zu dämpfen. Dämpfeinsatz, das geht ganz einfach. Ich zeige Ihnen das jetzt einfach mal. Oh, stell den mal nochmal aus Weg. So, zeige Ihnen das einfach mal anhand von einem Fenchel. Den schneide ich jetzt in Spalten. So, das Grüne mache ich beiseite. Und gebe das in den Dämpfeinsatz hinein. Kein Kontakt mit Wasser. Der Dampf gart das Ganze. Wenig Mineralstoffverlust. Das kann ich mit, ja, Spargel habe ich schon erwähnt, mit ganz vielen verschiedenen Gemüsen machen. Brokkoli, Bohnen. Also wir haben auch schon oftmals heißt es, ja, Bohnen muss man unbedingt im Wasser kochen, Brokkoli, die Farbe bleibt schöner. Ich habe da groß keine Unterschiede gemerkt. Wir haben uns auf Dämpfen einfach eingestellt dabei. Eine andere Garmachungsmethode ist im Ofen garen. Aubergine kann ich am Stück im Ofen garen. Einfach so in den Ofen geben, 15-20 Minuten und ist gar dann. Ich kann sogar einen ganzen Kürbis in den Ofen reintun. Der wird ungefähr, ja, sage ich mal, 25 Minuten brauchen. Wenn ich den nachher halbiere, Kernhaus raus, kann ich den ganzen ausschaben und kann es als Kürbispüree essen. Also das geht ganz einfach. Aber ich kann mir auch einfach ein Gemüse herstellen, das ich klein schneide. Ich kann das nachher als Antipasti nehmen oder als Gemüsebeilage. Ich schneide mir das Gemüse in Stücke. So. Zucchini kann ich nehmen. Wenn ich das im Ofen gare, vielleicht auch darauf schauen, die Paprika ist relativ dünn. Die Zucchini gart schneller als die Paprika. Jetzt mache ich das einfach so, dass ich die Zucchini ein bisschen dicker schneide. Und dann kann ich die gleichzeitig in den Ofen geben. Wenn ich jetzt noch eine Karotte mit bei hätte oder Fenchel, würde ich zuerst den Fenchel und die Karotte
in den Ofen geben, 15 Minuten, und dann die weicheren Gemüse danach. So, ich nehme mir eine Glasschale. Gebe jetzt diese Gemüse hinein. So. Dann würze ich diese ein bisschen. Öl mache ich noch keines dran, das kommt wieder ganz zum Schluss als Parfum dazu. Ich kann mir noch ein 2 Rosmarin drüberlegen. So, das parfümiert auch ein bisschen. Kann mir ein bisschen Zitronen, Orangenabrieb, je nachdem, welche Geschmacksrichtung ich gerne hätte, dazugeben. So, jetzt kommt was raus. So. Und schiebe das Ganze in den Ofen. Eine weitere Möglichkeit, Gemüse zu garen, oder die dritte, ist Pfannenrühren oder in der Pfanne braten das Ganze. Ich nehme jetzt gerade wieder die Paprika, schneide die in Stücke, die Zucchini, habe ich gerade noch angefangen, kommt dazu. In der Pfanne fällt mir das jetzt einfacher, die Garzeiten oder nach den Garzeiten das zuzugeben. Da kann ich die Zucchini auch ein bisschen kleiner schneiden. Üblicherweise fange ich meistens mit ein bisschen Zwiebel an. So. Diese Garmethode lässt sich natürlich wirklich mit jedem Gemüse machen. Das eine braucht ein bisschen länger, das andere weniger lang, aber im Endeffekt ist es immer die gleiche Methode. Gebe die Zwiebel in die Pfanne, erhitze die Pfanne. Ob ich Knoblauch dran geben möchte oder Dinge, das obliegt wieder jedem selber. Jetzt gebe ich meine Paprika dazu. Und das fängt das Dünsten an. Ich könnte Pilze dazugeben. Würzt mir das ein bisschen, will das ein bisschen Feuchtigkeit zieht. Salz, Pfeffer. Beim Dämpfen kann ich ein bisschen runtergehen. Schneid mir jetzt ein bisschen Rosmarin, den ich noch dran geben möchte. Immer dran denken, wenn Sie ohne Fett in der Pfanne Pfannenrühren dünsten, anbraten, müssen Sie die Temperatur so einstellen, dass die Feuchtigkeit, die Flüssigkeit, die im Gemüse ist, die dann austritt bei mehr Wärme, nicht sofort verdampft. Wenn die sofort alles verdampft, dann brennt es an. Das heißt, bei jetzt zum Beispiel bei Paprika kann die Hitze ein bisschen höher sein, als zum Beispiel, wenn ich einen Fenchel in der Pfanne kleingeschnitten dünste, der hat weniger Flüssigkeit. Da muss ich ein bisschen vorsichtiger umgehen. Bei Pilzen wiederum, die haben so viel Flüssigkeit in sich, wenn sie, jeder, der schon mal ein Pilzragout machen wollte und die Pilze schön anbraten wollte, hat bestimmt schon erlebt, dass da so viel Flüssigkeit rauskommt, dass man die gar nicht braten kann, sondern dass es anfängt zu kochen. Dann habe ich nicht genügend Energie, um die Flüssigkeit verdampfen zu lassen. Also da immer mal gucken, dass man die richtige Temperatur erwischt, und dann ist es nicht notwendig, das Fett am Anfang dazu zu geben. Mir ist das ganz wichtig, dass ich das nicht tue, weil wenn ich ein gutes Olivenöl dazugebe, es erhitze, dann verbrennt das, es entstehen Transfettsäuren und die sind ganz ungesund. Und anstelle von 4 Esslöffeln, die ich am Anfang dazugebe zum Anschwitzen, ist einer, der am Ende dazugegeben wird, viel, viel geschmackvoller. So, das brät für sich raus. So, das kann ich jetzt noch ein bisschen lassen. Jetzt gehe ich wieder zurück zu meinem gedämpften Gemüse. So. Und da ist jetzt so, ich denke, jeder, der schon
gedämpftes Gemüse gegessen hat, das erinnert ihn so ein bisschen an Diät. Das heißt, ja, es ist gesund, es tut gut. So würde ich das nie servieren. Das heißt, jetzt überlege ich mir, wie bringe ich jetzt an meinen Fenchel, den ich jetzt weich gedämpft habe, einen schönen Geschmack ran. Eine Möglichkeit zum Beispiel ist es, indem man ein bisschen Ingwer nimmt. So, schäle den. So, schneide den ein bisschen klein. Schwitze den Ingwer an, gebe meine Fenchelspalten mit dazu. So. Dann gebe ich ein bisschen Orangenabrieb dran. Und ein bisschen Orangensaft. So. So. Wende den einmal kurz. Salz, Pfeffer dran. Und jetzt gebe ich zum Einziehen ein bisschen Orangensaft dazu und lasse den jetzt einfach ein bisschen einreduzieren. Und dann habe ich ein richtig geschmackvolles, gedämpftes Gemüse. Beim Gemüse ist nicht so wichtig, es al dente zu garen. Es geht darum, da ich die Vitamine E inaktiviere. Vitamine, das Referenzvitamin C, wird bei 48 Grad ungefähr denaturiert. Das heißt, ich kann das nicht mehr verstoffwechseln, das Vitamin C, achte ich beim Gemüsegaren eben nicht darauf, da ja, ich es eh mindestens auf 60, 70 Grad erwärme. Das heißt, ich gucke darauf, dass es mir schmeckt. Und wenn ich es gerne weich habe, gare ich das weich. Also da würde ich überhaupt keinen Wert drauf legen. Was dann ganz, ganz zum Schluss, das Gemüse ist jetzt soweit weich gedünstet, dann mache ich die Pfanne aus und gebe ganz, ganz zum Schluss ein bisschen Olivenöl drüber. So. Das kann ich auch auf dem Teller machen oder so. So. Und das Gemüse ist fertig. Ob ich das als gebratenes Gemüse nehme, mit einem Getreide dazu serviere, ob ich jetzt meinen Fenchel nehme, den ich jetzt ganz, ganz zum Schluss, was wunderbar schmeckt, mit ein bisschen Walnussöl noch verfeinere. Und dann mit Reis serviere oder zu einer Polenta dazugebe. Oder mit der Karottensoße kombiniere. Das ist das, was ich mir aussuchen kann. Das waren meine Ideen zum Gemüsegaren für Sie. Ich wünsche einen guten Appetit.